JunkTaster.com's episode 2443, and this is Beefy again. Yeah, it's a famous German, salami for like snack purposes. And this is a 5-pack, and I have some Beefy products, and this is now as original. And here's the advertised, they have even like slices to put onto a bread or something. And yeah. Beefy has like orange as a corporate color. So I will have it now. Yeah. I like the sound. Okay, here we go. And inside is this mini salami sausage. Yeah. Yeah, smells good. Yeah, very double meaning, I'm sorry. So here we go. So I cut it, I always cut stuff. Yeah, and as you can see, it's just some salami sausage, nothing else. I have it. Excellent. It's not too hard, it's not too soft, a little bit salty I would say, but hey, it's a sausage, it's fine. Not too much seasonings. Here on this Volkswagen bus you can win, they have like flames, but it's not hot at all, there's no chili or nothing in it. And this product was copied, I think, a million times. Yeah, there are tons of clones. And the original is from Unilever. So let me know whether they sell beef in your country. And, or have you ever heard about mini sausages to eat for snack? Okay. Yep, last but not least, the nutrition facts. So you get 25% protein, and it's a lot of fat, 45% fat. And it's a mix between all kinds of meat, pork and beef. Yeah, pork and beef. Good. So that's it. Thanks for watching. Next language. Ja, das war jetzt Beefy. Tatsächlich noch nicht gehabt. Ich hatte schon Beefy Geflügel und Shazara. Jetzt tatsächlich mal das Original. Ich hatte auch schon Beefy Klone. Ja, ist halt Standard. Ja, was soll man halt zu Salami sagen? Salami schmeckt. Die ist jetzt nicht zu weich und auch nicht zu hart. Genauso wie es eigentlich sein soll. Sehr fettig, 45% Fett, 25% Zucker. Zucker, Eiweiß natürlich. Und ja, das Einzige, was vielleicht bemerkenswert ist, ist natürlich, dass es viel oftmals kopiert wurde und dass das auch sehr doppeldeutig ist hier. Genau. Ja, nehmt ihr euch manchmal eine Beefy mit oder ein Beefy-Klon und würde ich auch sagen, dass Salami so die beste Wurst ist, die es gibt. Ja, etwas salzig ist das, aber ich meine, das ist eine Wurst. Da kann das ja auch mal okay sein. Genau. Ja, eigentlich schön fest hier. So, jetzt habe ich es zerrissen. Gut, ja, das war die Folge. Ja, macht ihr beim Gewinnspiel mit. Wollt ihr diesen uralten VW-Bulli gewinnen? Und danke, dass ihr zugesehen habt.